Du, Justus, grüß dich, pass auf. Lustige Geschichte. Ich habe dir doch erzählt von diesem CL, der bei meinem Nachbarn stand, ne? Ja, 15. Hand, genau der. Die Leiche. Du wirst es nicht glauben, den hat gestern jemand gekauft. Ja, doch, so ein sausigen Schulabbrecher. Irgendwie, keine Ahnung. Will steht, zwielichtiges Nebeneinkommen, doch, doch. Keine Ahnung, was der jetzt damit will. Man muss auch den Dicken machen, wissen Sie schon. Ja, ich kann das klären. Aber bei dem ist er auf jeden Fall richtig. Du, was anderes, ich habe mir neue GTI jetzt bestellt. Ja, Santana muss noch absägen, dann bin ich nächstes Jahr dabei, Wörthersee. Alles klar, Justus. So, Freunde, ein Projekt jagt das nächste hier. CL500 am Start. Gleich den Kanal abonnieren, Glocke an, alles. Alles, komm. Batterie ist nur leider gerade leer. Wie macht man das hier nochmal? Das musst du irgendwie so ziehen, ne? Genau so. So. Komm, schaut es euch an. Erstmal, nee, wir gehen erstmal außenrum hier. Komm. Glatte Tieferlegung hinten, vorne auch. Noch nicht so doll. Bremst, das ist echt ein bisschen beschissen hier. Bremsstick fehlt. Eisenmann, Sportauspuffanlage, Endschalldämpfer, Mittelschalldämpfer, Cut, alles. Weg. Und was haben wir hier? Wir haben eine Ausstattung, schöne Real World 19 Zeller, Zimmermann gelochte Bremsscheiben, goldene Brems-AMG, Facelift, Scheinwerfer und Rückleuchten, Spaltmaße, alles. Distronic. Echte Distronic oder nur China Grill? Glaube ich echt. So, auf jeden Fall, Leute, ihr wollt doch den Sound alle. Ihr wollt doch einfach den Sound jetzt hören. Wir brauchen gar nicht lang rumlabern. Mal hier innen schön grau. Graues Nappa-Leder, ja, gepolstert hier, alles gepolstert. Komm mal rein, setz dich mal rein, Max. Was haben wir hier? Weißt du? Wurzelholz natürlich, ledernes Armaturenbrett. Wir haben hier Alcantara, Dachhimmel, alles wie neu. Und wie riecht das? Wie würdest du den Duft beschreiben? New Car, auf jeden Fall. Man riecht es direkt beim Einsteigen. Das ist ja viel zu krass. Kompletter Duftbaumwagen, als wäre der einmal geduscht worden. Android-Radiosystem hier, alles am Start. Ja, komm, lass mal anmachen, die Bude. Wo ist die Batterie zum Überbrücken? Hinten? Die mache ich Kopfhörer. S-Class hat hinten rechts. Ja, hier, Aiko Performance natürlich auch am Start. Der Mann fürs Technische, der Mann fürs Grobe. Ganz genau. Lüfter halten. Ja, komm, Servicestellung. Wollen wir gleich mal vorbereiten hier. Haben wir alles am Start, Aiko. Erfahrung von einem S500 kickt auf jeden Fall. So, dann haben wir hier intakte Ansaugbrücken. Das ist ja, Bruder, die Luft kommt quasi von hier vorne zur Ansaugung. Mal sehen, wie lange du die noch hast, bis sie gegen meine Rohre getauscht sind. Aber deine bringen ja auch ein bisschen Leistung, glaube ich, ne? Also ich glaube, ich baue auch um auf Baumarktrohre. AMG Stage 1, was für Baumarkt. Das sieht nach Sicherungskasten aus, Digga. Das sieht nicht nach Überbrücken aus. Technik, die begeistert. Das ist echt ein bisschen scheiße hier mit der Bremsleuchte, die fehlt. Hab ich schon geguckt, die kostet 150 Euro. Ich hab's nicht gebraucht. Ah ja. So, Digga, er hat ja schon gesagt, er hat hier hinten noch Teile vom ABC drin. Oh, geil. Ich glaube, das ist die Pumpe. Das Ventilblock. Der sieht neu aus hier, ne? Neu, würde ich sagen. Okay. Alter, geil. Ventilblock, Picknickgrill. CL500 Starterpaket, erstmal Picknickgrill für Stadtpark. Dieser Airbag, Bruder, der ist schimmelig. Gewinne, gewinne, gewinne. Das sind, glaube ich, die Kipphebel. Nee, Quatsch, wie heißt der Scheiß? Hinten. Ah, das ist ABC für sich. Scheibenreiniger. Geil. Guck mal, da haben wir doch. Alter, wie groß ist die denn, Bruder? 120 oder was? 100. Nee, 195. Ja gut, das geht auch. Alles klar. Ja. So, Freunde, das ist der Schlüssel zur Macht hier. V8 Sauger, Straightpipe. Digga,
Cool Story noch, lustige Story noch vorweg. Der Verkäufer wurde, also er hat das Fahrzeug hergefahren noch auf seine Zulassung und der Verkäufer wurde stillgelegt von der Polizei auf dem Weg hierher. Nee. Ist eine Lüge, er wurde nicht stillgelegt, er wurde angehalten und hat einen Mängelschein bekommen. Ich habe den Mängelschein noch gesehen, Digga. Grüße an alle V8 Biturbo-Fahrer. Hier ist noch der echte Saugersound am Start. Ich mache einfach mal an jetzt. Zylinderbänke nicht getrennt. Er hat Zylinderbänke nicht getrennt. Was meinst du? Hat Zylinderbänke nicht getrennt. Nicht getrennt? Nee, nee, ist ja so. Nicht so doppelt. Obwohl, geht eigentlich, ist gar nicht so laut, ne? Nee. Ich glaube, das sieht die Soko ein bisschen anders. Ja, ja, Leute, ich hoffe, ihr habt Bock. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Bock auf mich wie das Projekt. Auf das Projekt. Wir fahren jetzt einfach mal rein auf die Bühne und dann schauen wir uns den technischen Zustand so ein bisschen an. Ich hoffe, dass man da ausdruckstechnisch noch ein bisschen was leiser machen kann. Ansonsten bin ich gespannt auf den Gesamtzustand. Softclose! Ah! War das Softclose? Ja, Bruder. Oh, Bruder. Oh, ey, mach. Hat er elektrisch? Nein, hat er nicht. Nee. Hat er nicht? Hat er. S-Klasse hat. Ja! So, Freunde, jetzt sehen wir schon. Setz dich mal rein. Er zeigt uns jetzt hier an, Active Body Control, Stopp, ABC zu tief. Auch zu bemerken, die blaue LED in der Grundlösung. Ich wollte gerade fragen, ist das so, wenn du von Polizei verfolgt wirst, dass ja, er anfängt blau zu blinken? Genau. GTA-Style. Also, ja, wir warten jetzt einfach mal noch mal kurz, komm mal raus. Schauen uns an, ob er sich irgendwie bewegt oder so. Da hinten ist der Totdecker. Motorhaube ist noch offen. Oder nee, was ist das für ein Spalt? Das ist, weil der vorne einen Unfall hatte. Und der Ausbruch. Guck mal, wie tief der hängt. Jetzt setz auf, jetzt setz auf. Oh! Alter, er ist hinten komplett, also gar keine Stoßdämpferwirkung mehr. Ja, ja, er hat auch eben aufgesetzt. Er hat komplett aufgesetzt. Mit Auspuff. Oh, der Auspuff hängt richtig rum. Ja, ja. Na gut. Nee, Digga. Ach, Blitz. Vielleicht hebt mal hoch hier einer. Ist das nicht Plastik, Digga? Was? Nein. Ich dachte immer, der hätte Plastikkotflügel. Die Bude. Bruder, der Ausbruch, der hängt komplett, der ist sicher fest. Zeig mal. Das ist ja viel zu krass. Schweißnaht gerissen. Viel zu krass. Schweißnaht gerissen. Alter. Was? Digga, guck mal die Schweißnaht an. Also, ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, das kriegt mit. Die ist auch gerissen. So, meine Max hat gerade schon technische Mängel hier festgestellt. Wir fangen aber jetzt mal ganz hinten an. Das ist hier die Originalstoßstange, die so ein bisschen ausgeschnitten wurde von unserer schönen Eisenmann-Endtöpfe. Und, Digga. Du hast eine elektrische Anhängerkupplung. Digga, zieh nicht so dran. Dass die Karriere noch runter. Die lackiert ist. Wie geil ist. Wir haben eine, Leute, wir haben eine Anhängerkupplung, die ganze Zeit. Moin. Damit auf jeden Fall aufs nächste Simson-Treffen dann. So, was ist das hier eben? Das, ist der, Mechanismus das, von der Anhängung. Okay. Das ist hier hydraulisch. Ja, alles klar. So, schauen wir mal weiter. Wie sieht es aus? Warum ist er so laut? Warum ist er so laut? Komisch. Also, ist einfach eine Schweißnaht gerissen. Auch die anderen Schweißnähte sind jetzt nicht so von höchster Güte. Die Hauptcuts sind noch vorhanden. Die sind auch schon heiß. Also da sind keine Schweißnähte. Ja. Das ist schon mal gut.
ist ein bisschen ölig. Von wo kommt das? Ist das Getriebe oder Motor? Oder? Ich kann auch von oben von der Ventildecke richten. Muss nicht immer Getriebe oder Motor Sinnerring sein. Aber sonst hier vorne schwitzt er nur leicht. Ich würde mal sagen, super Sache. Ja. Top Kfz. Hier ist ein bisschen sehr hoch, glaube ich. Oder, das... Das sieht nach ABC aus. Ich wollte gerade sagen, locker ABC-Flüssigkeit. We are back. Ja, der ABC-Lenker sieht auch richtig top aus. Da irgendwie mit Kabelbindern noch irgendwie versucht dicht zu halten, da sieht man schon auf jeden Fall die Stahlfeder durchglitzern. What the fuck? Ja, ja. Ist ja krass. Keine Ahnung, Riesenräder gefahren oder so. Ja, Alter. Der sieht doch geil aus. Da siehst du komplett auch schon die Feder. Also diese Staubmanschette ist ja nicht ohne Grund da, ne? Ja. Dann kommt da halt Dreck rein und so. Aber ist gut. Weißt du, Hagen, ich habe noch ein paar alte Federn vom ML. Die kannst du da vielleicht einfach reinknallen und dann bist du wieder oben. Bei meiner S-Klasse haben schon welche kommentiert, ich soll KW Stahlfahrwerk umbauen. Eigentlich wollte ich ein lustiges Video daraus machen, ja. Aber jetzt weiß ich nicht mehr, wie ich meine Tränen unterdrücken soll, Mann. ABC-Dämpfer. Man sieht nichts, ist zu dunkel. Gebrauchtes Federbein 400 Euro. eBay ist gerade gutes Angebot, 600 hinten, beide neu. China. Beide neu? Ja. Leer. Hat Alko, wir hatten das letztens gefunden, ne? Ja. ABC-China-Dämpfer. Das geht hier einfach ab, weißt du? Hier geht Druck von der Pumpe, geht einmal hier zum Lenkgetriebe und weiter nach hinten zum Dämpfer. Wir haben jetzt hier versucht, ein bisschen einen ersten Eindruck zu bekommen vom technischen Zustand des Fahrzeugs. Fachmann Eiko Performance, was sagst du dazu? Also abgesehen von unserem ABC-Problem jetzt ja, was ja offensichtlich ist. Also abgesehen vom ABC-Problem geht's eigentlich. Ölfeuchte ist okay, ist noch im Rahmen, ist gar nicht so schlimm wie bei der S-Klasse von Max. Rost hat er eigentlich auch so gut wie gar nicht, ne? Mhm. Finde ich. Auspuff ist halt ein bisschen verfuscht. Aber das haben wir ja schon thematisiert, oder? Ja, zur Genüge. Und ja, hier und da sind so Kleinigkeiten, aber jetzt nichts Gravierendes, ne? Bremsen sind okay, kein Radlagerspiel, so kannst eigentlich nichts sagen. Räder sind noch okay, sind sogar Winterreifen drauf, ja. Das heißt, damit ich ihn jetzt erstmal fahren könnte, TÜV hat er ja, meine Freunde, TÜV regelt, müsste ich jetzt erstmal das ABC-Fahrwerk an den Start bekommen. Dazu haben wir uns jetzt gesagt, wir haben ihn ja draußen nur so 30 Sekunden laufen lassen ungefähr, dass wir ihn jetzt nochmal runterholen und dann erstmal ein bisschen länger laufen lassen, weil das war so, dass bei der Probefahrt, ich habe ihn ja Probe gefahren, bevor ich ihn gekauft habe, hatte er definitiv hinten auch Dämpfung und er war auch nicht so tief. Also er war nicht so tief, wie er jetzt ist. Deswegen war ich auch so ein bisschen überrascht gerade. Aber ja, wir werden mal sehen, ob wir da irgendwie Druck aufs System bekommen. Und dann würde ich sagen, ja, wenn wir Druck drauf bekommen, dann mache ich erstmal Kurzzeitkennzeichen drauf und dann machen wir ein paar Probefahrten und dann können wir das Teil mal auslesen und dann schauen wir, was weiter zu tun ist. Jetzt aber erstmal runter und nochmal anschmeißen die Karre. Also er war tief, dezent tief, nicht brutal, aber brutal dezent. Bruder, das war eine Flasche nur, Digga. Fuck, oh, zum Glück habe ich drauf gehalten. Bruder, da war stand, irgendjemand hat seine Mate da drunter gestellt. Oh no. Hm. Oh, Digga, Junge, weißt du, wie ich mich erschrocken habe? Fuck, vor allem, es war gerade zu dem Zeitpunkt, wo der Reifen so aufs Ding kam. Ja, ne? Ja, und man Junge. Sich komplett darauf konzentriert ja. Und dann so, bam. Nee, was machst du? Wieso? Wieso, Papa? Bruder. Wie denn sonst, Digga? Wieso? Wieso nicht? Fuck, warum? Hat gut gedämpft auf jeden Fall. Digga, ich dachte, jetzt setzt er alles auf, weißt du? Hauptsache Alcantara, wenn man lernt. Ja, ja. Geil. Ich war noch nicht fertig. Wenn du deinen Scheiß nicht richtig sauber machst. Eine Ruhe, Blät. Ich
500 Pösle. Also Freunde, wir lassen das schöne Kfz jetzt mal ein paar Minuten laufen und gucken, ob das Fahrwerk noch irgendwas macht. Ja. Hast du anheben gedrückt? Ja, ne? Hä? Ne, ich hab nichts gedrückt. Warte, stopp, er leuchtet ja schon auf 2. Ich weiß aber nicht, was sie heißen. Mach mal, drück mal auf irgendwas da. ABC. Er reagiert halt nicht mehr auf Umstelltaste, weißt du? Der Fehlercode ist so krass, er hat nicht mal Bock, dass du den wegschalten kannst. Was? Feuer. Das ist Standheizung, Digga. So. Noch nie gesehen in deinem Leben. Und während wir hier warten, können wir mal im Innenraum checken, was alles hier so funktioniert und was nicht. Digga, sind das deine Kippen? Nein. Okay. Also fangen wir mal an mit den Sitzen. Das ist mir nämlich eindeutig zu weit vorne hier. Oh ja. Oh ja, Baby. Ja. Ja. Alles klar. Sitzheizung haben wir. Sitzkühlung haben wir. Kann man übrigens auch zusammen benutzen. Das ist keine Sitzkühlung, sondern Sitzlüftung. Wenn man im Sommer, wenn man im Winter, 3, 2, 1, Memory-Sitze. Funktioniert bei dir auch der Sitz problematisch? Jo. Ganz runter hier, Kopfstütze runter, wir sind noch nicht im Rennerfahrzeug. Man muss nach dem Sportsitz aussehen, meine Freunde. So, Zentralverriegelung. Gehen. Joa. Ja, oder, warte. Ja, passt. Mach nochmal nach. Yes, Zentralverriegelung von Heckrollo. Oh. Oh. Baby. Ich wollte schon sagen. Park Distance Off, okay, ABC. Was ist, macht er das hier? Punkt 2 ist 2 oben, ja, ne? Ganz oben, ja. So, was ist, wenn wir jetzt mal runter machen? Vielleicht machen wir runter und jetzt lassen wir ihn erstmal und dann drücken wir gleich nochmal hoch. Ja. Standheizung, die können wir ausprobieren. Keine Ahnung, was das ist. Ich glaube, man kann es ja auch planen oder so, ne? Früher gab es ja so ein Ding dazu. Kann man es einstellen. Also lassen wir, die müsste jetzt eigentlich so laufen. Sitzheizung. Ach, ja, habe ich schon angemacht. Sitzheizung läuft. Bei dir auch? Oh, nicht. Distronic haben wir jetzt nicht prüfen. Distronic hat die. Hat er. Aber Distronic hat er, ne? Das ist nicht nur der Grill. Hier kannst du einstellen, wie weit du entfernt sein möchtest vom Vordermann. Okay. So, und dann wurde anscheinend mal diese ganzen Plastikteile aus Wurzelholz, die wurden getauscht, wahrscheinlich wegen des Radios, ne? Also, du musst ja das Radio. Weil der Rahmen anders ist. Ja, das ist ja ein Vorfacelift und der Rahmen, sonst hat er ja so ein kleines Command hier drin. Genau. Mit so einem hässlichen. Von daher finde ich das Radio eigentlich auch ganz geil. Das ist ganz geil, ja. Funktioniert da irgendwas? Ist es Touchscreen? Ja. Da. Muss mal gucken, ob man irgendwas findet. Home. Können wir hier Videos gucken? Digga, das wäre zu geil. Disabled for your safety. Was soll denn der Scheiß? Able for your safety. Vor allem, wir stehen doch sogar. Naja. Music. No Music. Da ist nichts drauf. Bluetooth? Ich weiß nicht, ob das. Ja, lass mal schauen, ob Bluetooth-Verbindung läuft. Naja, auf jeden Fall erst verbunden, das werden wir dann feststellen. Sollte es jedermals dazu kommen, dass wir dieses Fahrzeug im Straßenverkehr bewegen, werden wir feststellen, wie man hier Musik spielen kann. Ich stelle das Fahrwerk jetzt nochmal hoch. Let's go! Alles klar. Okay, eigentlich müsste jetzt hier vorne die Pumpe anspringen oder so, ne? Die Pumpe. ABC-Pumpe. Eigentlich? Ja, wenn man hochpumpt, ja. Muss sie doch pumpen. Ja. Was macht ABC-Sport? Das ist einfach nur ein anderer Fahrmodus, ne? Ja. Härtere Dämpfung. Ein bisschen unruhig läuft er, ne? Naja. Achso, Schiebedach, Digga. Schiebedach habe ich noch gar nicht geguckt, ob das funktioniert. So, warte. Nee. Erstmal Assi-Position. Assi-Poser-Position funktioniert. Runter geht auch. Auch locker, ne? Mhm. Richtig. Ohne Macken, Digga. So, nach hinten. Oh.
Ah. Ja? Ja. Also ML geht leichter, ML geht leichter auf jeden Fall. Achso, den Dachhimmel finde ich aber schon echt geil. Das kann man hier, warte mal, achso, ich habe ja Licht. Zack. So Leute, guckt euch das an. Alcantara-Dachhimmel muss bei meinem nächsten Kfz auf jeden Fall auch sein. Sitzheizung funktioniert hier. Top. Ja, also eigentlich haben wir quasi nur Fahrwerk und Auspuff, was man machen muss, ne? Jetzt erstmal. Ja. Und die Bremsleuchte hinten. Das sind die Hauptbaustellen, ja. Wir schauen mal raus, ob sich was getan hat. Und wir sehen nichts. Ja, beim ABC-Fahrwerk hat sich nichts mehr getan. Mich interessieren jetzt noch zwei Dinge. Erstens, was denkt ihr, ist das Fahrzeug wert? Was denkt ihr, habe ich bezahlt? Und was würdet ihr mit dem Fahrzeug in dem Zustand machen? Schreibt es in die Kommentare. Und der zweite Punkt, wenn ihr euch mit ABC auskennt, schreibt es auch in die Kommentare, was ihr denkt, was ich jetzt hier machen muss. Wir werden, wie gesagt, das Fahrzeug jetzt demnächst mal auslesen. Wenn ihr eine Werkstatt seid, weil das sind ja schon ein bisschen kompliziertere Reparaturen, die da jetzt auf mich zukommen mit Pumpe, Ventilblock, Federbeine und so weiter. Also wenn ihr euch mit ABC auskennt in Raum Hamburg oder eine Werkstatt habt oder so, Kollaboration haben wollt, ihr wisst Bescheid, dann haut mich auf jeden Fall mal an, dann kriegen wir das Ding zusammen wieder gewuppt. Ich bin ein bisschen eingeschüchtert jetzt, weil das auf jeden Fall kostentechnisch mein größtes Projekt gerade wird, was ich so in letzter Zeit betrieben habe und ich ehrlich gesagt auch überhaupt keine Planung von der ganzen Materie habe. Von daher helft mir gerne weiter, Leute. Danke fürs Anschauen des Videos. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.